Okay, herzlich willkommen, Pressekonferenz, Regionalligaspiel, Basel 03, 1. FC Magdeburg. Ich denke, zumindest für die neutralen Zuschauer haben wir ein tolles Spiel gesehen. Endergebnis 1:2, unsere Gäste haben gewonnen. 4.380 Zuschauer, ich denke, war ein toller Rahmen. Bin auch zufrieden, stimmungsvolle Kulisse heute, alles ruhig geblieben. Aber kommen wir zum Sportlichen. Jens Hertel muss ich, denke ich, im Babelsberg nicht vorstellen, der Trainer der Gäste. Vielleicht, Jens, erstmal deine Worte zum Spiel. Hast du dir die Partie ungefähr so vorgestellt? War das dein Matchplan heute? Naja, dass wir es gewinnen wollten, das war klar. Wir sind ein bisschen schwer ins Spiel gekommen. Babelsberg hatte ein bisschen umgestellt, taktisch anders gespielt, als wir das im ersten Moment erwartet haben. Haben uns da hin und wieder Mühe bereitet am Anfang, dann auch mit den Standards. Wir haben dann umgestellt auf 3-5-2, dann Fuchs ein bisschen ins Zentrum gezogen, dann haben wir stabiler gestanden. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine Vielzahl an Möglichkeiten halt rausgespielt. Es war nicht einfach zu spielen auf dem Platz, der doch sehr, sehr uneben ist und hupplig war. Also Fußballspielen war schwierig und Babelsberg hat es immer probiert. Wir haben es aber da hin und wieder auch geknackt und dann sind wir zu Torchancen gekommen. Und unterm Strich, aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten, gerade zu der Halbzeit, auch erste Halbzeit schon klare Chancen, denke ich, ist das ein hochverdienter Sieg von uns, der wir uns mit viel Wille und Leidenschaft gegen eine sehr, sehr gute fußballerische Babelsberger Mannschaft erarbeitet haben. Unterm Strich die drei Punkte nehmen wir gerne mit und ja, wünsche Babelsberg natürlich für den Rest der Saison alles Gute. Okay, danke. Doppelt danke, Jens Hertel. Jem, ein paar Umstellungen in der Anfangself. Warum? Oder erste Halbzeit, denke ich, war ein tolles Spiel, zweite Halbzeit lief es nicht mehr ganz, woran lag es? Ja, grundsätzlich hatten wir ja die Möglichkeit, Magdeburg jetzt auch mehrmals zu sichten und die Spielidee gegen den Ball sowie mit Ball sich Vorteile zu erschaffen, haben wir im Training geübt und das sah eigentlich relativ gut aus, von daher die taktische Änderung. Es kam, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit sehr gut zur Geltung. Wir haben da auch, glaube ich, den Gegner ein bisschen überrascht. Gehen auch, so wie es richtig ist, 1-0 in Führung aus meiner Sicht absolut verdient. Dann kommt eine Situation, ich verstehe erst nicht, warum das überhaupt einen Freistoß gibt und das ist ein Wahnsinn, ja, auch letzte Woche schon und diese Woche auch wieder, warum gibt es da überhaupt einen Freistoß? Schlussendlich schmälert das nicht die Niederlage, aber wenn man da das Tor nicht kassiert, dann sieht wieder die Partie ganz anders aus. Also ich verstehe das nicht und am Ende kriegen wir das 1-1 und somit kann man die erste Halbzeit relativ gut positiv mitnehmen und in der zweiten Halbzeit machen wir einfach, dass wir zu tief stehen, einfach weniger Mut nach vorne bringen und weniger Spielanteile mitnehmen und deswegen auch ja, ein bisschen die Bindung zum Spiel nach vorne verlieren. Aber im Endeffekt haben wir heute gegen einen Spitzenreiter oder eine relativ gute Mannschaft in der Liga auf Augenhöhe uns Parole geboten und von daher kann meine Mannschaft, auch wenn wir die Punkte jetzt nicht mitnehmen, gestärkt aus dieser Partie rausgehen. Vielleicht mal eine Frage an den Zertl. Uns betrifft es ja hoffentlich oder wahrscheinlich nicht so sehr, die Causa Plauen. Das ist in Magdeburg ein Thema. Also nicht bei mir und nicht bei der Mannschaft, weil das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Und damit dürfen wir uns auch nicht beschäftigen. Uns ist das völlig egal. Wir müssen die Spiele, die kommen so oder so, irgendwie erfolgreich gestalten. Und da gucken wir jetzt nicht drauf, was wir da mit Plauen und was wir da nicht. Also von der Seite her. Bei uns ist es kein Thema. Natürlich die Verantwortlichen, die machen sich da schon Gedanken, weil es ist schon ein bisschen eine kuriose Geschichte, hin oder her und alle drei Tage eine neue Meldung. Das kann natürlich nicht sein, nicht im Sinne des Fußballs, das ist alles nicht seriös, aber für uns als Trainerteam oder für die Mannschaft ist das völlig uninteressant. Okay, dann die Presse jetzt. Feuer frei, Fragen. Detlef Braune. Ja, an den Babelsberger-Trainer die Frage, die haben zu tief gestanden, zweite Halbzeit. Spielt das auch eine Frage, dass uns die Luft ein bisschen ausgegangen ist, dass der Gegner immer übermächtiger wurde, stärker wurde. Wir hatten ja eine Saukondition, ich glaube, die konnten noch eine Stunde rennen. Sind wir davon überrascht worden? Herr Braun, ich will nicht unhöflich sein, aber Fußball hat immer was mit Entscheidungen zu tun. Wenn ich mich richtig entscheide, löse ich gar kein Pressing auf aus des Gegners. Das heißt, wir hätten uns früher mit der Torwartposition viel mehr ins Zentrum spielen müssen, viel mehr in Überzahl im Zentrum schaffen. Demzufolge hätte der Gegner auch nicht ins Pressing reinkommen können. Das hat ein wenig Mut mehr gefehlt. Das ist nicht nur eine Frage der Kondition, sondern eine Frage des Mutes, im Zentrum als Torwart beispielsweise auch das Spiel zu spielen. Und dann können die Tag und Nacht laufen, von mir aus 24 Stunden. Entscheidungen auf dem Platz sind immer damit verbunden, nicht Überzahl in einer Zone zu schaffen. Und das war denn nicht der Fall, was in der ersten Halbzeit der Fall war.
Und somit baut der Gegner natürlich mehr Druck auf. Und wir spielen ja nicht gegen eine Hinterhofmannschaft, eine Klasse-Mannschaft, das muss man einfach sagen. Und von daher war es eine Frage des Kopfes, eine Überzahl oder eine Mut zu schaffen. Ja, und wir sind dann immer tiefer gefallen und das hätte nicht passieren dürfen. Also aus meiner Sicht haben wir sie in der ersten Halbzeit ja genauso haben wollen und in der zweiten Halbzeit dann vielleicht das 1-0 oder das 1-1 dann so ein bisschen ja, unseren Mut weggenommen. Weitere Fragen? In Zertl, haben Sie immer daran geglaubt, dass Ihre Mannschaft diesen Siegtreffer noch schaffen wird? Oder haben Sie eventuell zwischen euch auch mal diese Gedanken? Fußball ist manchmal so brutal, wer diese vielen Chancen liegen lässt, der hat am Ende vielleicht noch ganz dummes Pech? Naja, da sind wir ja gebrannte Kinder. Das ist uns ja in der Saison, gerade in der Phase, wo es nicht lief, oft passiert, dass wir gedrückt haben und dann wir haben den Lucky Punch gekriegt, heute haben wir ihn gesetzt. Was mich optimistisch gestimmt hat, dass wir in regelmäßigen Abständen Großchancen hatten. Die haben wir auch sehr gut rausgespielt, gute Laufwege, gute Bälle in die Tiefe, immer wieder sie ins Laufen gebracht, wo sie dann auch Probleme hatten. Und von der Seite haben wir immer dran geglaubt, dass hier noch was geht, weil auch beide Stürmer dann eben sehr präsent waren. Aber ein bisschen Glück hat dann natürlich auch dazu gehört, aber das hat sich Nikolas Hebisch erarbeitet und am Ende des Tages wird ein Stürmer dann auch dafür belohnt, wenn er immer wieder Gas gibt. Es ist schon intensiv, so wie wir spielen wollen, gerade für die erste Reihe. Und da kann hier und da natürlich mal ein bisschen Konzentration fehlen vor dem Tor dann im entscheidenden Moment. Aber wir können und wir wollen nur so spielen. Und dafür sind wir bis jetzt belohnt worden mit dieser Serie und da wollen wir dran festhalten. Gibt es noch weitere Fragen? PNN, Herr Königke. Dann bitte aufs Mikro warten. Cem, dann halte ich doch gerne nochmal nach. Wie erklärst du das, wenn die erste Halbzeit so gut war und ihr auch auf Augenhöhe wart, warum die Mannschaft dann den Mut verloren hat und dann in so eine Situation gekommen ist, wie du sie geschildert hast? Eine gute Frage, die ich jetzt auf die Schnelle nicht beantworten kann. Das sind wirklich Entscheidungen, wenn der Gegner auf dem Pressing oder besser gesagt dann umgestellt hat. Die waren ja erstmal mit 3 Stürmern, dann mit 2 Stürmern und einer 10. Und wir hätten viel früher, und das bleibe ich dabei nochmal, die Entscheidung ins Zentrum reintragen müssen, Überzahl da drin machen müssen. Wir haben auch relativ uns gut reinbewegt, aber wir haben aus der Torwartposition nicht die Position erkannt, die frei war, spielen das auf eine Innenverteidigerposition und lösen immer wieder Druck auf. Und dann kommen wir nicht so ins Spiel, was in der ersten Halbzeit noch der Fall war. Am Ende entwickelt er dann gegen mich immer mehr Druck und wie ich es mir jetzt im Moment erkläre, kann ich nicht sagen. Ich muss erstmal mit dem Torwart sprechen, warum wir denn da die Situation anders wahrgenommen haben. Aber ich sag nochmal, mit der Einstellung und mit der Art und Weise, wie wir gegengehalten, war ich sehr zufrieden. Es war nämlich die Entscheidung, vielleicht auch ein bisschen cleverer und ein bisschen mehr Routine beim Gegner. Muss man aber mal abwarten, wie die Entscheidung im Kopf aussieht. Noch irgendwelche Unklarheiten? Gucken ins weite Rund. Sieht nicht so aus. Okay. Dann wünsche ich unseren Gästen gute Heimfahrt. Weiter viel Erfolg in der Saison. Und auch unserer Mannschaft viel Erfolg. Geht weiter nächsten Freitag in Neustrelitz. Und dann sehen wir uns hier wieder Freitag, den 13. gegen Borussia Bautzen.